Hallo, meine Freunde, seid herzlich willkommen wieder zurück zum Construction Simulator 2015 oder auch Bausimulator 2015 genannt, zusammen mit dem Clicky. Hallo. Hallo. Wo steckst denn du dich schon wieder? Geht keiner. Nee. Nein! die Kommentare von euch waren ja eindeutig weitermachen. Gut, haben wir uns gedacht, ja, weitermachen. Dann machen wir halt weiter, ne, wie es ihr euch gewünscht habt. Aber halt so die normalen Bauaufträge und alles hat man ja irgendwie schon alles. Ne? Wenn ich mit Klick, aber halt mit Tino damals noch. Deswegen haben wir uns gedacht, gucken wir doch einfach mal im Workshop rein, was es da Interessantes gibt. Und in der Tat, da gab es ein paar interessante Aufträge. Das also haben wir Kleingeld? Alle. 6,9 Millionen habe ich. Kannst du hier nicht reinstecken. Ja, das ist richtig. So, auf jeden Fall, ja, da haben wir drei Aufträge abonniert, aber bevor wir, das sind relativ große Aufträge, wo man dann auch wirklich mal Waren transportieren muss. Clicky hat sich allerdings mal gewünscht, dieses Steam-Gebäude zu bauen, unter Spezialaufträge, was jetzt, denke ich mal, nicht mehr zur Verfügung steht. Nee, das ist richtig. Ja, das Steam-Büro-Gebäude, was ja damals ging, aber halt nur die Steam-Version hatten, das hatte man das damals nicht, aber Clicky hat's halt. Deswegen bauen wir jetzt das Steam-Gebäude. Und hier habt ihr noch einen Mercedes-Betonmischer. Axo, ja, mit Liebherr-Druckkompressator. Ja, als Mod-Fahrzeug. Ich kann es euch so sagen, ist alles Standard wie im normalen Spiel auch. Ist halt einfach, sieht halt einfach nur anders aus. Anderer Skin halt. Na gut, dann würde ich sagen, auf mit Gebrüll und so. Wollen wir erstmal zur Baustelle fahren mit dem LKW, kann? Ich hätte das jetzt eher teleportiert. Ach, an der Zeit, das ist ein kleiner Auftrag. Steigei, da fahren du schon schei. Kannst ruhig was singen. Ich suche jetzt erstmal unsere Weizen wieder raus. Das Radio ist aus. Ah ja. Ich muss trotzdem erstmal jetzt hier gucken. Ja, mal den Klebenbrötchenbahn braucht man eh nicht mehr. Also rein damit. Bin so ein Speckbrettchen, das ist mein Zeichen. Ist das Beste, was es gibt, das sage ich euch. Ja, wenn die ja nicht singt, dann muss ich das ja machen. Ne? Das ist ja. Also Raubenbagger, oder das ist jetzt der große, ja, der Kleine wird eingelagert. So. Jetzt holen wir halt das aus unserem Vorpark wieder raus. Jawohl. Eine Walze hat man aber schon. Ja, deswegen hat sich jetzt noch eine Walze rausgeholt. Ach, eine reicht. Ich wäre schon zum nächsten. Das nächste Schritt ist nämlich Baustoffhändler, muss wieder Haufen Paletten laden. Das hätte ich dann schon gemacht. Oder halt du und ich hätte geballt. Wir gucken erstmal, was zum Walzen ansteht. Joa. Dann geht's aber in die Natur hier. Ja. Hier waren wir noch nie, oder? Nö, nee, eigentlich so weit noch nicht, ne. Na, ich glaube, ich hatte das auch im Bild gesehen, dass das Steam-Gebäude so mehr auf dem Berg oben ist. Also vom Bild her sah das so aus, als wäre drumherum alles, ja, weiter unten. Aber hier vorne ist es doch. Ja, es ist am Arsch der Welt, kannst du sagen. Nur ein Wahnsinn. Ja, viel Spaß beim Wald so hochfahren. Nein, du tust sie nicht teleportieren. Doch. Ach, guck mal, das ist kein großer Bereich. Ach, lol. Den Poik ich erstmal vorne. Dann kümmere ich mich mal um die Paletten, oder? Der Pritschenwagen. Absetzkipper? Sich sehr gut hin. Was? Also irgendwie so jetzt die ganze Zeit gemacht. So, oh, ist ja auch sehr komisch ausgeschnitten. Da ist noch, stehen noch Paletten rum. Im letzten Mal. Erstmal gucken, was wir brauchen. Kannst du mich schon mal befördern? Ziegelsteine, Beton und Wandgrundierung. Wandgrundierung haben wir ja hier schon einmal. Also noch immer Wandgrundierung.
Wo steht's denn? Mann. Ach man. 700 Euro. Ziegelsteine, Beton, waren das groß oder große. Ja. Aber da. Ziegelsteine, Beton. Ey, ich hab da ausgemacht. Das Verfallen von dem Walzen ist echt minimal kernbehindert, so. Kern. Behindert, ja. So. Wenn der Radius wie so ein Bär. Und schwenk rüber. Aber wenigstens ausgeschaltet. Das könnte ja ein Stück länger dauern. So viel? Nö, nur 6 Paletten halt, ne? Auch bis du das Ding hingestellt hast. Bis die Stützen rausfahren. Kannst halbe Schicht schon rum. Kannst einleiten. Ja. Nur weil du in so langsames Arbeitsmaterial investierst. Ach, so langsam vor allen Dingen. Da langsam. Wir können halt nicht beim Baustoffhändler mit den, keine Ahnung, hier 6-Achsen-Kran auftauchen, weißt du, um da 3 Paletten zu verlagern. Ja gut, nee, das geht nicht. Also ich glaube, da hat sogar 8 Achsen. Achso, alles klar. Aber, ja klar, aber wir haben ja noch so einen, der hat ja nur 5 Achsen oder so. Den könntest du zum Beispiel herstellen. Das ist doch auch Wahnsinn. Stell dir mal vor, du bist beim Baustoffhändler, nimmst 3 Packungen Ziegelsteine und eine Palette Beton, Alter, dann kommst du da mit so einem 5-Achser-Kran an. Ja, um das auf deinen VW Polo draufzuladen. Solche Unternehmen laden ja hier nicht bei solchen Leuten, sag ich mal. Die kriegen das ja meistens dann gleich angeliefert mit einem Sattel oder so und der holt das von so einem Baustofftypen. Naja. Dafür haben sie die LKWs aber auch dann diesen kleinen Kran da hinten halt hinten drauf, den du jetzt hast. Ja. Ey, die kommen ja gleich mit dem Sattel. So wie du das hier ja. Ja, aber es gibt doch auch solche LKWs wie du den jetzt hast. Das sind doch auch so Mercedes-Reihe, oder? Ja, das gibt's auch, ja. Wie ist denn die überhaupt? So halt, Aktros, ganz normal. Achso. Gibt's aber, glaube ich, auch kleiner, halt, je nachdem, wie groß die Ausführung sein soll. Das Gewicht technisch, wie viel Tonnen? Einiges, die gibt's bis 40 Tonnen halt. Drachenst, okay. Die haben 4 Achsen, nee, Gesamtgewicht. Ach, Gesamtgewicht, okay. Wenn die 4 Achsen haben, das ist wie die Kieskutscher. Die Kieskutscher haben ja auch 4 Achsen, da gibt es ja auch die 41-41er. 110 PS 41 Tonnen, das ist natürlich heftig. Da kommst du wahrscheinlich gar nicht aus der Soße. Das ist richtig. So, und die letzte Palette. Sehe ich nichts. Kollisionskamera, hallo? Hallo. Angehangen und eingebaut. Ganzen Weg wieder da nicht fahren. Hast du dort schon so einen Kran platziert? Ja, habe ich schon. Gut. Einmal zusammenklappen, bitte. Stützen hoch. So. 134.000 monatliche Abrechnung. Ja, wir werden billiger, sobald man einige Fahrzeuge einstellt. Jetzt muss ich aber erst nochmal gucken, wo ist jetzt hier die. Ne, ich bin blau, du bist gelb, da oben.
Alter, ein Gewirre. Leg den Damm hier vorne schnell hier an. Du kannst sogar nicht direkt hinfahren, weil das da. Oh, nee. Du kannst die Autobahn sogar nicht nutzen. Mhm. Musst du mal eine Strecke setzen zum Baustoffhändler, Alter, das ist. Ja, bei mir ja. Steht jetzt, bei mir steht nämlich jetzt so auch. Das ist ganz komisch, bei mir steht jetzt hier Aufgabe, fahre zu einem Baustoffhändler. Ja, weil du ja das Zeug erstmal holen musst. Ja, das machst du ja gerade. Das Problem ist halt jetzt nur, dass Besorge. Ja, der hat das nicht getrackt. Er trackt das gerade nicht. Dass du dort bist. Ich habe mich jetzt ja selber hin teleportiert. Aber er trackt es halt einfach nicht. Weil wir haben auf der Baustelle halt keine Anzeige, wo die Scheiße hin muss aktuell. Das ist halt das Komische. Ja. Da warten wir mal, wenn ich in die Nähe fahre, dann. Ja. Was? Oh, jetzt kommt ja Windows. Vorherige Windows-Version löschen, Speicherplatz auf ihrem Computer voll. Meldung geht jetzt aber auch gerade nicht weg, ne? Welche Meldung? Ah, ne, geil. Da klickst du auf die Meldung jetzt drauf, weil die Maus dann im Spiel war. Zack. Einfach mal, da tappt er aus dem Spiel dann raus. Oh, obwohl du auf Schließen klickst nur. Hm. Windows. Gucken wir da einfach mal. Baustelle. Boah, da quält sich den Berg hoch ab. 40. 40. Ah, ich bin gleich oben. Oder? Doch, wir mal, wir sind hier. Und du musst vorne noch die Kurve fahren. Du musst vorne noch die Kurve, ja, rechts rum, links rum, dann bist du da. Oh, das ist. Trotzdem eigenartig. So, was gab's noch? Ja, das gab's bestimmt, naja, das waren diese alten Aufträge mit diesen Zwischendingern da. Das war sicher bescheuert, fahr zu einem Baustoffhändler. Steht ja so nicht drin, dass es ein separater Abschnitt ist. Ja, es ist unterteilt in vier Abschnitte, die Aufgabe. Fahr zu Händler, besorge, weiter geht's. Ich hoffe, hast du das Gefühl? Ja, kannst du gleich sehen, wenn du hier ankommst, aber ich glaube, da tut sich gar nichts. Guten Tag. Tut sich auch nichts. Ja, du kannst jetzt einfach morgen ein Fahrzeug nehmen und dich zum Baustoffhändler teleportieren. Ja, zu Fuß hat es schon mal nicht geklappt, aber gut, machen wir. Ich weiß nicht, ob das dann unbedingt so ein Pritschen-Ding sein muss, aber. Ja. Hoppala, das war's vor dem Gelände. Na doch, bei mir steht auch, fahre zu einem Baustoffhändler. Jetzt ist er da, siehst du, pass auf. Okay. Ja, dann muss ja das so tracken, ist auch dämlich. Achso, das mit dem großen Grundleveln hier draußen oder ja, muss ich reinfahren? Ja, mal kurz gucken, was die Reichweite war, aber es sollte eigentlich passen. Ja. Mach mal Löse. Mal löse die Hose, dann kommst du wieder ran. So, Abschnitt 3. Fertig, ne? Danach besorge einen Container von einem Baustoffhändler und transportiere die Ladung in den markierten Bereich. Das ist diese Schuttcontainer? Weiß ich nicht. Kann ich dir nichts sagen. Ich geh nochmal zum Baustoffhändler. Nicht ins Dorf, in die Stadt. Ah ja, warte mal, ins Dorf ist der vielleicht näher? Das wäre trotzdem sinnvoller, wenn du die Karre da drinnen platzierst. Gerade im Ach ja, geht ja, schon. Ja, Reichweite geht schon, ja, ich muss halt ganz hinner. Ja und? Du hast doch Zeit gerade. Guck mal, wie schnell der da rumschwebt. Ich muss eh erstmal den nächsten Auftrag noch vorbereiten. Ach nee. Na doch. Effizientes Arbeiten. Wolfsheim ist das Dorf und du bist, wo bist du denn? Im Kran. Ach da, nö, ja, das ist das
Ah, gut. Guck mal, gibt's hier Container direkt so drüben? Große Kabeltrommel, Kanalmodul, Abwasserrohre. Ja, da gibt's einen Container zu kaufen. Und einkaufen. Hat kurz geknallt hier. Okay. Der blaue. Den muss ich aber mit so einer Mulde abholen. Guck mal, wo der ist. Wie hieß das Ding gleich? Oder hast du den wieder eingelagert, ja? Nee, blauen hier Absetzkipper. Ah, da steht noch hier. Bleistift, Dorf. So ein komischer Ball da dran. Na komm. Last anhängen. Und da tut das ist schwer. Hatte der nicht? Ich dachte, der hatte das auch. So, dann würde ich jetzt einmal zum Baustelle fahren. So fast bis runter ins Dorf wieder. Oh ne, ja. Was, passt was nicht mit den Paletten? Nö, nö, das passt schon. Ah, wie cool war das denn? Ausgefahren, dieses 50er-Schild, also 50 freigegeben. Genau dagegen geprallt, LKW ist stehen geblieben, das Schild ist kerzengerade nach oben. Auf 5 Meter und plupp, direkt vor mir wieder aufgeschlagen. Süße. War quasi die kinetische Energie ist einfach nach oben weggeschossen. Das war bestimmt so beabsichtigt, dass das simuliert wird. Ja, ja. Kannst du dir eigentlich an den großen Kran, kannst du da auch die Container heben damit? Geht alles dran. Hat ja auch eine Dingsklasse, eine Gewichtsklasse. Damit sollte das eigentlich gehen. Das Sägewerk. Noch ein Stück. Und weg mit ihr. Warte? War eigentlich schon. Ich muss es nur noch akzeptieren, jo.
Aber gut, Freunde, wir sind hier erstmal fertig hier mit dem Part. Man dankt fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten wieder. Das Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann. Tschüdelü. Tschüss.